Hallo, heute gibt es wieder mal eine Bastelanleitung mit Papier. Dafür brauchen wir DIN A4 Blätter buntes Papier, eine Schere, eine Steck- oder Nähnadel, Tesastreifen und einen Klebestift. Das Blatt wird in der Mitte gefaltet. Danach falten wir es noch einmal und ein drittes Mal. Nun kann man es in der Mitte in zwei schneiden. An dem Faltrand malen wir uns jetzt ein halbes Blütenblatt vor, in der gewünschten Form. Das sieht nun so aus. Nun legen wir dieses Teil kantengleich an dieses andere Stück und schneiden noch einmal denselben Umriss aus. Nun habe ich 8 dieser Teile, für meine Blume brauche ich aber nur 6. Nun steche ich mit der Nadel ein Loch in die untere Spitze. Nun werden die einzelnen Blütenblätter auf die Nadel gesteckt und zwar immer abwechselnd, einmal dass der Knick nach unten ist und einmal nach oben. Die Nadel hat den Vorteil, dass unten alles fest ist, aber die einzelnen Blätter trotzdem beweglich sind, sodass man alles punktgenau arrangieren kann. Wenn alles gut sitzt, kann man es festpacken in der Mitte und die Nadel herausziehen. Mit Klebeband wird das Ganze von links fixiert, sodass alle Blütenblätter fest sind. Nun schneiden wir einen gelben Kreis aus und kleben ihn in die Mitte der Blume. Nun kann man beginnen, die Blume zu bemalen. Meine Blume sieht nun so aus. Wer ein wenig experimentiert, kann auf diese Weise immer wieder neue, schöne, auch manchmal zweifarbige Blüten zaubern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.